bei Candy Katze Hund. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man bei Katzen die Ohren reinigt. Auch dieses Video hat sich wieder eine Zuschauerin von mir gewünscht. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Allerdings muss ich euch sagen, es war mir nicht möglich, ein Video über dieses Thema ganz alleine zu drehen. Tja, und da meine Schwester unter anderem auch zwei Katzen hat, bin ich einfach zu ihr gefahren und wir haben die Aufnahmen dort gemacht. Also sie hat fleißig Ohren geputzt und ich habe gefilmt. Bevor es jetzt aber mit der Ohrenreinigung losgeht, möchte ich euch vorher nochmal eben kurz ihre beiden Katzen vorstellen. Das ist Joker. Er ist ein 8 Jahre alter Britisch-Kurzhaarkater. Joker ist mittlerweile Freigänger und ein totaler Charmeur. Dadurch, dass er so eine niedliche und etwas vertrottelte Art an sich hat, ist er auch in der Nachbarschaft sehr beliebt. Er streunt nur zu gerne von Haus zu Haus, schleicht sich dort in Küchen und versucht, wo er nur kann, Leckerlis und Futter abzustauben, was ihr unschwer übersehen könnt. Seine Freundin hier heißt Maggie. Sie ist eine circa 9 Jahre alte europäisch-Kurzhaarkatze. Und meine Schwester hat sie nach langer, langer Pflegezeit letzten Endes aus dem Tierheim übernommen, da Maggie aufgrund von verschiedenen Krankheiten wohl niemals ein Zuhause gefunden hätte. Sie leidet unter diversen Allergien, wie zum Beispiel Futtermittelunverträglichkeit. Sie hat Blasensteine und immer wieder mit Ohrmilben zu tun. Damit ist sie natürlich auch in tierärztlicher Behandlung und bekommt regelmäßig Medikamente. Und trotz allem ist sie eine wirklich liebevolle und ganz, ganz verschmuste Katze, die bei meiner Schwester ein ganz tolles Zuhause gefunden hat. Ja, soweit zu meinen heutigen Darstellern, die, wie ich sagen muss, bei der Ohrenreinigung wirklich super mitgemacht haben. Wenn ihr das jetzt also auch zu Hause machen wollt, dann benötigt ihr erst einmal die folgenden Dinge. Ihr braucht feuchte Reinigungstücher, die für Tiere geeignet sind, normale Wattestäbchen und oder flüssigen Ohrenreiniger und Wattepads. Anhand von Kater Joker zeigen wir euch jetzt, wie die Ohren einer Katze gereinigt werden und wie sie normalerweise bei einer gesunden und gepflegten Katze aussehen. Am besten setzt ihr euch erst einmal so hin, dass es für euch und eure Katze bequem ist. Wenn es euch möglich ist, dann klappt ihr die Ohren eurer Katze einfach nach oben, sodass ihr alles gut sehen könnt, also dass ihr in das Ohr reingucken könnt. So, und dann kann man das hier schon ganz deutlich sehen. Joker, der hat leichte Ablagerungen in Form von so bräunlichen kleinen Krümeln in den Ohren. Jetzt nehmt ihr euch eins dieser feuchten Reinigungstücher und wickelt das über euren Zeigefinger und fangt einfach an, damit das Ohr auszuwischen. Dabei solltet ihr auch darauf achten, dass ihr so gut es geht die Falten mit auswischt. Wenn ihr jetzt nicht alles sauber bekommen habt, was recht wahrscheinlich ist, dann nehmt ihr euch zusätzlich so ein handelsübliches Wattestäbchen und putzt damit einfach nach. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das Wattestäbchen allein reicht nicht, dann nehmt euch etwas von dem flüssigen Ohrreiniger und träufelt es vorne auf das Wattestäbchen raus und versucht das damit einfach erneut. Das Offensichtliche ist jetzt schon mal gut gereinigt, wenn man sich das Ohr genauer anschaut. Dann kann man aber auch den Gehörgang der Katze sehen. Der sitzt quasi direkt am Kopf, also dem unteren Ohrteil. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich beschrieben. Ihr Lieben, habt keine Angst, auch dort oberflächlich mit dem Wattestäbchen zu reinigen, denn der Gehörgang einer Katze ist relativ lang und abgeknickt, so dass ihr das Trommelfell mit dem Wattestäbchen nicht verletzen könnt. An dem Tuch und an dem Wattestäbchen könnt ihr jetzt so ein ganz bisschen Dreck und Ohrenschmalz sehen. Als Vergleich hier jetzt die Ohren von der kranken Maggie. Und wenn die Ohren eurer Katze so aussehen, dann sollten bei euch die Alarmglocken läuten, denn dann stimmt etwas nicht und ihr solltet auf alle Fälle mit eurer Katze zum Tierarzt gehen. Das zum einen als abschreckendes Beispiel und Warnsignal, aber hier bei Maggie sind die Ohren etwas größer und man kann gerade hier gut sehen, wie weit man mit dem Wattestäbchen in den Gehörgang gehen kann. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen. Ihr müsst natürlich trotz alledem Vorsicht walten lassen, damit ihr den Dreck wirklich rausholt und nicht noch tiefer in den Gehörgang reindrückt. Anhand des Reinigungstuchs und auch des Wattestäbchens wird der Unterschied eigentlich deutlich. Ihr seht schon, die Farbe ist hier wesentlich dunkler und natürlich auch die Menge der Verschmutzung ist deutlich höher. Ihr könnt es natürlich auch, wie vorhin schon erwähnt, zusätzlich oder auch ausschließlich mit einem flüssigen Ohrenreiniger und Wattepads machen.
Ihr Lieben, bevor ihr das jetzt selber ausprobiert, möchte ich euch unbedingt darauf hinweisen, dass wenn ihr euch vielleicht unsicher seid oder ihr das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht, zieht euch jemanden zu Rate, der davon Ahnung hat. Lasst euch das beim ersten Mal vielleicht vor Ort von jemandem zeigen oder holt euch jemanden dazu, der euch anleitet und euch erklärt, wie ihr das am besten macht. Ob das jetzt jemand Bekanntes ist, der das immer alles macht, bei dem das so funktioniert, oder ob ihr da vielleicht mal bei eurem Tierarzt nachfragt. Ich habe das auch so gemacht, dass ich mich erkundigt habe, wie das richtig funktioniert und habe mir das zeigen lassen, bevor ich das selber gemacht habe. Ja, und so wie ich das mache, ist das bestimmt eine von vielen Möglichkeiten. Die hat allerdings für mich und meine Katze immer gut funktioniert und wir hatten bisher keine Probleme mit der Ohrenhygiene. Das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt oder auch noch Alternativen zur Ohrenreinigung, dann lasst es mich und die anderen gerne wissen und schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle, ciao, miau! Und wie es normalerweise... Hallo? Habe ich eine Chance, dich loszuwerden? Möchtest du dich mal hier hinsetzen? Kannst du das akzeptieren? Mit oder ausschließlich... Mit was? Mit Flüssigohrreiniger?